Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Prozesse. In den letzten Vorlesungen haben wir gesehen, was sozusagen Markov-Prozesse sind und wie wir sie ausgehend von einer Markov'schen Übergangsfunktion konstruieren können. Und also das ist eine wunderbare Theorie. Wir haben aber einen kleinen Makel an der Stelle, nämlich wir mussten erstmal diese Übergangsfunktion uns geben. In praktischen Anwendungen ist das meist schwierig zu finden, weil wir ja eine Aussage treffen müssen, was passiert, was ist die Wahrscheinlichkeit zu jedem Zeitpunkt und sozusagen für jeden Übergang von einem Punkt in eine Menge. Und in diesem Kapitel soll es jetzt darum gehen, wie kommen wir zu einer lokalen Beschreibung, die einfacher handhabbar ist, die uns aber auch wieder erlaubt, daraus dann diese Übergangsfunktion konstruieren oder rekonstruieren zu können und damit die Markov-Prozesse beschreiben zu können. Darum soll es gehen. Fangen wir sozusagen leicht an. Also sozusagen, wir beschäftigen uns jetzt mehr funktional analytisch und es geht im Wesentlichen um Halbgruppen, Resolventen und Generatoren. Und erstmal um die Notation zu fixieren. Also ich bezeichne mit ED weiterhin einen metrischen Raum und mit diesem kalligraphischen B von diesem Raum E die zugehörige Borel-Sigma-Algebra. Und jetzt gibt es sozusagen, wir gucken uns verschiedene Funktionenräume an. Und zwar, ich möchte mit diesem geraden BE den Banach-Raum aller beschränkten messbaren Funktionen f von diesem Raum E in die reellen Zahlen bezeichnen, bezüglich der Supremumsnorm. Also ich bilde hier einfach das Supremum über alle Punkte in meinem zugrunde liegenden Raum. Einen weiteren Banachraum, der eine Rolle spielen wird, ist der Raum der stetigen beschränkten Funktionen über E, ausgestattet mit der gleichen Norm. Und offensichtlich ist natürlich der Raum der stetigen beschränkten Funktionen ein Teilraum aller messbar beschränkten Funktionen, weil stetige Funktionen messbar sind. Ich möchte noch einen weiteren Raum einführen. Dazu müssen wir aber den zugrunde liegenden metrischen Raum ein wenig spezifizieren oder einschränken. Nämlich, ich möchte fordern, dass dieser Raum E ein lokal kompakter, separabler metrischer Raum sei. Das bedeutet insbesondere, dass wenn ich zu jedem Punkt aus meinem Raum finde ich eine kompakte Umgebung. Und Beispiele davon sind zum Beispiel der ROD, also ganz kanonisch. Und hier auf diesem Raum, auf diesem lokal kompakten, separablen metrischen Raum, möchte ich betrachten diesen Raum, den ich mit C0 bezeichnen möchte. Und das sei der Banachraum aller beschränkten, stetigen Funktionen bezüglich der gleichen Supremumsnorm. Aber die jetzt die Eigenschaft haben sollen, dass sie im Unendlichen verschwinden sollen. Und das Unendlich ist hier in Anführungszeichen gedacht, weil das soll das Folgende bedeuten. Also, wenn ich mir ein Epsilon vorgebe, großer 0, dann bedeutet das, dass ich eine kompakte Menge K aus meinem Teilraum E, aus meinem Raum E finde, mit der Eigenschaft, dass die Funktion F Funktionswerte annimmt, die kleiner sind als Epsilon auf dem Komplement dieser kompakten Menge. Also ganz konkret, in R hoch D könnte ich einfach sagen, ich nehme den für jedes L größer als 0, nehme ich einfach den entsprechenden Würfel minus L hoch D. Das wäre sozusagen eine kompakte Menge, bisher abgeschlossen beschränkt. Und jetzt kann ich natürlich L beliebig groß wählen und jetzt sehe ich, was ich fordere auf dem Komplement, also außerhalb dieser Menge, also auf R hoch D ohne diesen kompakten, also außerhalb dieses Würfels, soll die Funktion verschwinden. Also das spinnt mit dem, was wir im Unendlichen verschwinden wollen, also wirklich im Limes x gegen unendlich, also in der Norm gegen unendlich, verstehen wollen überein. Daher dieses im Unendlichen verschwinden. Klar, wenn E ein lokal kompakter Raum ist, ist natürlich C0 eine Teilmenge von diesem CB, also von den stetigen beschränkten Funktionen. Insbesondere falls der zugrunde liegende Raum E kompakt ist, dann gilt sogar die Gleichheit. Gut, das sozusagen erstmal vorab zur Notation. Worum es jetzt gehen soll, ist, wie hängen eigentlich Halbgruppen mit Übergangsfunktionen zusammen? Und dazu muss ich erstmal beschreiben, was wir unter
Halbgruppen verstehen wollen. Also unter einer submarkerschen Halbgruppe möchte ich das Folgende verstehen. Also ich gebe mir vor, eine Familie von beschränkten linearen Operatoren auf diesem Raum BE. Und auf dem Raum BE möchte ich immer verstehen, dass es eine Abbildung ist von dem Raum BE in sich selber. Und dann heißt diese Familie submarkowsch, wenn das Folgende gilt. Also erstmal möchte ich eine gewisse Nicht-Negativität haben und eine gewisse Beschränktheit. Also ich nehme mir vor, her eine beschränkte Funktion, die Eigenschaft hat, zwischen, also nicht negativ zu sein und nach oben beschränkt durch 1 zu sein. Dann soll gelten, dass wenn ich diesen linearen Operator auf diese Funktion anwende, dass das Ergebnis davon auch wieder eine nicht negative Funktion ist, die auch die Eigenschaft hat, nach oben durch die konstante Funktion 1 beschränkt zu sein. Das zweite, und hier kommt jetzt der Begriff der Halbgruppe ins Spiel, wenn ich zwei Zeitpunkte nehme, S und T, und mich frage, was ist sozusagen, was weiß ich über diesen Operator zum Zeitpunkt S plus T, dann soll es das gleiche sein wie die Verknüpfung des Operators zum Zeitpunkt S mit dem Operator zum Zeitpunkt T. Und dadurch, dass S und T hier natürlich kommutieren, bedeutet das auch, dass diese beiden Operatoren kommutieren. Die dritte Eigenschaft ist so eine kleine Art Stetigkeitseigenschaft des Operators. Wenn ich mir jetzt eine Folge von beschränkten Funktionen hernehme, die die Eigenschaft haben, punktweise gegen 0 zu konvergieren, dann soll das Gleiche auch für die Funktion gelten, die ich gewinne, indem ich den Operator PT auf diese Funktion FN anwende. Und hier noch zwei Sprechweisen. Also diese submarkowsche Halbgruppe heißt normal, falls gilt, dass der lineare Operator P0 gerade gleich der Identität ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach eine Funktion f drauf anwende, dann kriege ich die Funktion f wieder. Und weiterhin möchte ich diesen Operator PT als konservativ bezeichnen, wenn gilt, dass wenn ich PT auf die konstante Funktion 1 anwende, auch wieder die konstante Funktion 1 herausbekomme. Jetzt ist die erste Frage, gibt es irgendwie kanonische Beispiele für submarkowsche Halbgruppen? Und was wir sofort sehen, ja, gibt es. Und zwar, sie hängen damit zusammen mit unserem Begriff von der submarkowschen Übergangsfunktion. Also ich nehme hier eine submarkowsche Übergangsfunktion auf unserem Raum E zusammen mit der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra über E. Und für jede beschränkte messbare Funktion f, jeden Punkt aus meinem Raum E und den Zeitpunkt definiere ich mir diesen Operator PTF an der Stelle x einfach als das Integral der Funktion f bezüglich dieses Subwahrscheinlichkeitsmaßes. Und dann ist die Aussage, dieser so definierte Operator oder diese so definierte Familie von Operatoren ist eine submarkowsche Halbgruppe. Und zudem gilt, wenn unsere Übergangsfunktion normal ist, das heißt, wenn einzelne Punkte messbar sind und wenn gilt, dass zum Zeitpunkt 0 die Übergangsfunktion ausgewertet zwischen x und der einzelnen Punktmenge x gerade den Wert 1 anhält. Das war die Wiederholung sozusagen von, was bedeutet es, dass die Übergangsfunktion normal ist. Dann impliziert das sofort auch, dass die Halbgruppe normal ist. Und weiterhin, falls P eine Markow'sche Übergangsfunktion ist, was nichts weiter bedeutet, als dass P zu jedem Zeitpunkt T und zu jedem Punkt X aus meinem zugrunde liegenden Raum ein Wahrscheinlichkeitsmaß darstellt, dann überträgt sich das auf die Halbgruppe da in der Form, dass PT halt konservativ ist. Und ich überlasse Ihnen diesen Beweis als kleine Übung. Kommen wir sozusagen eher zu einer kleinen Anwendung davon. Und zwar, ich möchte mich fragen, welche Eigenschaft hat dann die Halbgruppe, die durch einen Levy-Prozess gegeben ist?
Also ich nehme jetzt einen Levy-Prozess X her und dann haben wir gesehen, dass wir uns zu diesem Levy-Prozess X eine Halbgruppe definieren können. Und zwar in der folgenden Form, dass ich einfach sage, die Halbgruppe P zum Zeitpunkt T am Ort X und von der Menge A ist nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess XT plus X in der Menge A liegt. Wir haben uns schon davon überzeugt, dass das eine Submarkow'sche Übergangsfunktion ist, eigentlich sogar eine Markow'sche Übergangsfunktion. Und natürlich nach dem letzten Satz können wir uns damit dann eine Submarkow'sche Halbgruppe definieren. Und jetzt gilt folgende Eigenschaft, dass wenn ich diesen Operator PT auf ein Element aus dem Raum C0 anwende, wir haben ja gesehen, ROD ist ein Beispiel für einen lokal kompakten Raum, dann kommt wieder eine Funktion raus, die in diesem Raum C0 liegt. Schauen wir uns diesen Beweis an. Also wie gesagt, die Konstruktion von dieser Halbgruppe folgt im Prinzip aus dem Satz 3.1, aus dem letzten Satz, zusammen mit dem Korollar 2.10. Und da haben wir auch gezeigt, insbesondere, dass wir, wenn wir die Halbgruppe PT auf eine beschränkte stetige Funktion anwenden, wieder eine beschränkte stetige Funktion rausbekommen. Und das war ja wesentlich dafür, dass wir nachweisen konnten, dass jeder Levy-Prozess die starke Markov-Eigenschaft besitzt. Was uns jetzt noch fehlt, ist, ob das sozusagen auch die zusätzliche Eigenschaft hat, dieser Operator PT, wenn ich den Teilraum, nämlich diesen Raum C0, der ja ein Teilraum ist von diesem Raum der stetigen beschränkten Funktion, und PT darauf anwende, ob ich sozusagen auch wieder im Teilraum C0 lande. Also nehme ich mir sozusagen jetzt eine Funktion aus C0 her, also eine Funktion, die im Unendlichen verschwindet. Was weiß ich dann? Naja, ich kann erstmal zu jedem Epsilon ein L finden, sodass die Funktion f außerhalb der kompakten Menge minus LL hoch d beliebig klein wird, und ich möchte fordern, dass das kleiner wird als Epsilon halbe. Und auf der anderen Seite, weil ja die Übergangsfunktion PT in diesem letzten Argument ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist, kann ich jetzt ausnutzen die Stetigkeit des Maßes, und ich weiß ja, wenn ich hier L gegen unendlich laufen lasse, konvergiert der Wert dieses Maßes, ausgewertet von dieser Menge, gegen 0. Also erreiche ich es auch, dass ich den Wert dieses Maßes kleiner bekomme als Epsilon geteilt durch 2 mal die Supremumsnorm von der Funktion f. So möchte ich mein L wählen. Und jetzt gucke ich mir an, was passiert denn, wenn ich jetzt einen Punkt x nehme, der einen Abstand hat, der größer ist als 2 mal L. Was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, dass diese Funktion auch wieder die Eigenschaft hat, im Unendlichen zu verschwinden. Also Epsilon haben wir uns ja vorgegeben, und wir wollen einfach nur zeigen, dass diese Funktion jetzt kleiner ist als Epsilon für alle Punkte, die außerhalb der kompakten Menge liegen, die gegeben ist durch diesen Würfel mit Kantenlänge minus 2L hoch d. Also schreiben wir doch erstmal hin, was sozusagen die Definition von dieser Halbgruppe angewendet auf die Funktion f. Und das ist nichts weiter als das Integral der Funktion f gegen die Halbgruppe ptx dy. Und jetzt können wir einfach den Shift machen, weil das hier sozusagen, wenn wir hier sofort sehen, diese Halbgruppe hat die Eigenschaft, dass ptxa das gleiche ist wie pt0 a minus x, wo ich die ganze Menge a um minus x verschiebe. Und das führt halt dazu, wenn ich einfach in diesem Integral jetzt den Shift, also eine Variablen-Substitution mache um diesen Shift minus x, dass ich die Funktion hier drinne bekomme, f von x plus y. Jetzt habe ich das Ganze größer gemacht, indem ich einfach die Beträge reingezogen habe, werte dafür die Halbgruppe am Zeitpunkt t
am Ortspunkt 0 aus und integriere sozusagen bezüglich des Volumenelements dy. Und dieses Integral habe ich jetzt aufgesplittet in den Bereich von allen y innerhalb des Würfels minus ll hoch d liegen und in alle Punkte, die außerhalb dieses Würfels minus ll hoch d. Und was sehen wir jetzt im ersten Teil? Naja, was ist jetzt der Abstand? Ich weiß ja, x liegt außerhalb des Würfels oder des Balls mit Abstand 2l, also mit Radius 2l. Hier die Punkte liegen innerhalb des dieser Menge mit Abstand höchstens L. Das heißt, der Abstand zwischen x und y ist mindestens L, also sogar größer als L. Das heißt, jetzt kommt hier zum Tragen die erste Annahme, so wie wir L gewählt haben. Wir wissen nämlich, für derartige Punkte ist der Funktionswert kleiner als Epsilon halt. Das heißt, an der Stelle kann ich das f von x plus y durch Epsilon halbe nach oben abschätzen. Und im zweiten Integral mache ich mir das Leben leicht und ziehe einfach die Supremumsnorm der Funktion f raus. Was ich dann erhalte, ist nämlich genau das Integral über diesen Würfel. Also hier, das sei sozusagen die entsprechende Supremumsnorm, die ich hier gewählt habe. Ja, und jetzt kann ich das Ganze zusammenbasteln. Ich kriege also Epsilon halbe, der Rest ist ja hier ein Wahrscheinlichkeitsmaß, kann ich weiter nach oben abschätzen. Und hier im zweiten Schritt kriege ich genau den Wert dieses Maßes raus. Nach Wahl ist das Ganze halt kleiner als Epsilon. Also haben wir gesehen, die Levy-Prozesse haben diese wunderbare Eigenschaft, dass die Halbgruppen Funktionen, die stetig sind, beschränkt und im Unendlichen verschwinden, wieder auf Funktionen abbilden, die stetig beschränkt und im Unendlichen verschwinden. Geben wir den ganzen Namen. Also, ich möchte eine Submarkow'sche Übergangsfunktion, Fellersche Übergangsfunktion nennen, falls die zugehörige Halbgruppe die Eigenschaft hat, dass sie stetig beschränkte Funktionen auf stetig beschränkte Funktionen abbildet. Und ich möchte das Ganze als eine C0-Übergangsfunktion bezeichnen, wenn die zugehörige Halbgruppe die Eigenschaft hat, C0-Funktionen auf C0-Funktionen abzubilden. Kommen wir jetzt sozusagen zu dem eigentlichen Satz, der uns nämlich Folgendes erlaubt. Bisher haben wir gesehen, wir starten mit einer Übergangsfunktion und können uns damit auf einfache Weise eine Halbgruppe linearer Operatoren definieren. Jetzt ist die Frage, können wir sozusagen das Ganze auch im umgekehrten Weg beschreiben? Also können wir, wenn wir also eine Familie von linearen Operatoren, die gewissen Eigenschaften genügen, uns vorgeben, können wir daraus auch wieder eine Übergangsfunktion rekonstruieren. Und darum geht es in dem folgenden Satz. Also erstmal möchte ich annehmen, dass der zugrunde liegende Raum E ein lokal kompakter, separabler metrischer Raum sei. Und ich gebe mir jetzt vor, eine Familie von beschränkten linearen Operatoren, die die Eigenschaft haben, dass sie C0-Funktionen wieder auf C0-Funktionen abbilden. Und weiterhin sollen sie folgende Eigenschaft haben: P an der Stelle 0 soll die Identität sein und ich möchte die entsprechende Halbgruppeneigenschaft haben. Das heißt, der Operator P zum Zeitpunkt S plus T soll das gleiche sein wie die Verknüpfung der Operatoren zum Zeitpunkt S und zum Zeitpunkt T. Die zweite Eigenschaft ist, dass der Operator PT, und das jetzt hier in der Operatornorm gelesen, nach oben beschränkt sein soll durch 1. Das heißt, diese Operatornorm ist definiert als das Supremum über alle C0-Funktionen mit Norm 1 von der Norm von PTF. Und die dritte Eigenschaft ist, unser Operator PT für nicht negative Funktion f auch wieder nicht negativ sein und nach oben beschränkt sein durch 1, falls die Funktion f diese Eigenschaft hat. Und die Aussage ist, dass unter diesen Voraussetzungen eine eindeutig bestimmte C0-Übergangsfunktion PT existiert auf unserem Raum E mit der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra,
die die Eigenschaft hat, diese Übergangsfunktion, dass die zugehörige Halbgruppe auf dem Raum der C0-Funktion mit dem entsprechenden Halbgruppe PT, die ich gegeben habe, übereinstimmt. Das ist die Aussage dieses Satzes. Also wir können sozusagen für diese Klasse von linearen Operatoren auch wieder zurückgehen zu einer C0-Übergangsfunktion. Schauen wir uns an, wie dieser Beweis funktioniert. Also ich gebe mir im ersten Schritt erstmal einen Zeitpunkt T vor, den möchte ich festhalten. Und ich gebe mir auch einen Raumpunkt vor, die sind jetzt fixiert. Und dann kann ich mir erstmal ein Funktional Groß F auf diesem Raum C0 wie folgt definieren. Also Groß F von der Funktion Klein F soll nichts weiter sein als die Auswertung des Operators PT von dieser Funktion am Raumpunkt X. Das ist natürlich, was wir uns hier definiert haben, ist nichts weiter als ein Funktional auf ein lineares Funktional auf C0. Linear, weil natürlich PT linear ist. Insbesondere auch ist diese Funktional auch beschränkt. Das folgt nämlich aus den Eigenschaften 2 und 3, die wir hier angenommen haben. Wir wissen ja, PT ist beschränkt und wir haben diese Nicht-Negativitätseigenschaft. Also wissen wir, dass F nicht negativ ist. Wir wissen, dass F beschränkt ist. Und wir wissen auch, dass die Norm von F kleiner als 1 ist. Und diese Norm ist auch wieder definiert als das Supremum über alle Funktionen. Also als das, wenn ich dieses Funktional nehme, den Betrag nehme und das Supremum über alle Funktionen F nehme, deren Norm kleiner ist als 1. Oder gleich 1. Gleich 1. Und jetzt sagt uns der Satz von Ries-Markov oder Ries-Fréchet, da gibt es verschiedene Namen in der Literatur, das folgende aus. Wenn ich ein beschränktes, lineares Funktional auf dem Raum der stetigen Funktion habe, also durch die Beschränktheit weiß ich auch, dieses Funktional ist stetig, dann sagt dieser Satz aus, dass ein eindeutig bestimmtes Radonmaß existiert und dieses Radonmaß, weil ich ja die Punkte t und x festgehalten habe, also für jeden Punkt t und x existiert so ein Radonmaß auf diesem Raum E zusammen mit der entsprechenden Borel-Sigma-Algebra mit der folgenden Eigenschaft, dass nämlich dieses Funktional sich schreiben lässt als das Integral der Funktion f gegen dieses Maß. Kurz zur Wiederholung, ein Radonmaß war ein lokal endliches, reguläres Maß. Was versteht man unter lokaler Endlichkeit? Das bedeutet, dass für jeden Punkt y aus meinem Raum e finde ich eine offene Menge, sodass das Maß von dieser offenen Menge endlich ist, das heißt lokal endlich. Regulär bedeutet das Folgende, dass wenn ich mir eine messbare Menge a hergebe, dass ich sie von in approximieren kann durch kompakte Mengen. Also das Maß aus, von der Menge a kann ich auch schreiben als das Supremum dieses Maßes von einer Menge k, wobei k eine Teilmenge von a ist, die kompakt ist. Das heißt von innen regulär und von außen regulär bedeutet, dass das, dieses Maß an, ausgewertet auf einer messbaren Menge a sich von außen durch offene Mengen approximieren lässt. Das heißt, das ist das gleiche wie das Infimum von diesem Maß auf, von einer offenen Menge, die die Eigenschaft hat, unsere Menge a zu enthalten. Das bedeutet, dass ein Radonmaß zu haben. Was wissen wir noch? Wir wissen noch, und das ist auch eine Aussage aus diesem Satz von Ries-Markov, dass wenn ich den ganzen Raum, was eine messbare Menge ist, einsetze, dass das das gleiche ist wie das Supremum dieses Funktionals f, was wir uns gegeben haben, wenn wir dieses Funktional für C0-Funktionen auswerten, die die Eigenschaft haben, zwischen 0 und 1 zu liegen. Und das, die Aussage ist, dass das das gleiche ist wie die Norm unseres Funktionals. Und wir wissen von dem, dass es kleiner ist als 1. Was bedeutet das?
Das bedeutet insbesondere, dass dieses Maß, was wir uns hier definiert haben, ein Subwahrscheinlichkeitsmaß ist. Was müssen wir jetzt noch nachweisen? Also wir müssen wissen schon mal, das ist eher ein Subwahrscheinlichkeitsmaß für jeden Punkt x und jeden Zeitpunkt t. Was wir noch nachweisen müssen, sind zwei Dinge. Erstens, wenn wir uns eine messbare Menge a vorgeben und die hier einsetzen, dann soll ja das eine Übergangsfunktion sein. Das heißt, in diesem Argument x soll es eine messbare Funktion darstellen. Das müssen wir nachweisen. Und das Zweite, was wir nachweisen müssen, ist die Chapman-Kolmogorov-Eigenschaft bezüglich dem Eintrag t. Darum soll es jetzt im Folgenden gehen. Also schauen wir uns erstmal an, wie sieht es mit der Messbarkeit dieser Abbildung aus, wenn t fest ist und wenn ich mir eine Borel messbare Menge a vorgegeben habe. Das machen wir wieder in zwei Schritten. Schritt Nummer 1 ist, angenommen, diese Menge a sei offen. Das ist insbesondere eine messbare Menge. Und dann definiere ich mir eine Folge von Funktion fn auf die folgende Art und Weise. Ich nehme das Minimum von dem Abstand eines Punktes x vom Komplement dieser Menge a, multipliziere das Ganze mit n, also ich blase das Ganze auf und ich schneide nach oben hin ab durch die 1. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich diese Funktion auswerte für ein x aus dem Komplement dieser offenen Menge, dann ist diese Funktion einfach 0. Und sie ist nur dann nicht, also nimmt strikt positive Werte an, wenn ich auf dieser offenen Menge bin, also wenn ich ein x aus dieser offenen Menge wähle. Und da kann sie höchstens den Wert 1 haben. So ist die Funktion gebaut. Was wissen wir jetzt? Wir wissen jetzt, dadurch, dass dieser Abstand von x zu dieser abgeschlossenen Menge eine stetige Abbildung in x ist, erfolgt, dass unsere Funktion fn eine stetige beschränkte Funktion ist. Und insbesondere dadurch, dass der zugrunde liegende Raum lokal kompakt ist, kann man auch zeigen, dass die Funktion fn die Eigenschaft hat, im Unendlichen zu verschwinden. Das heißt mit anderen Worten, ich kann diese offene Menge durch kompakte Mengen sukzessive ausschöpfen. Und diese Funktionsfolge fn hat die Eigenschaft, für n gegen unendlich gegen die Indikatorfunktion dieser offenen Menge a zu konvergieren. Und jetzt können wir den Satz der dominierten Konvergenz anwenden, weil f ja beschränkt ist und weil p ein Subwahrscheinlichkeitsmaß ist. Und jetzt können wir sozusagen, wenn ich hier die Definition hinschreibe, wir wissen für C0-Funktionen, kann ich diesen Operator, das war ja gerade die Aussage vom Satz von Riesz-Markow, auch mit Hilfe von dieser Übergangsfunktion schreiben. Darf ich jetzt sozusagen diesen Limes hier reinziehen? Ich sehe, hier bekomme ich jetzt, weil ich diese Funktionsfolge punktweise gegen die Indikatorfunktion konvergiert, genau diesen Wert des Wert dieses Subwahrscheinlichkeitsmaßes von dieser Menge a raus. Also diese Seite, Teil der Aussage gilt natürlich für jede messbar beschränkte Funktion. Also hier, wenn wir dieses Maß haben wir ja gegeben, das ob funktional können wir uns immer definieren und das gilt sozusagen für jede messbar beschränkte Funktion. Diese Gleichheit gilt aber nur für C0-Funktionen. Aber für C0-Funktionen, jetzt gucken wir uns diese Seite an, wissen wir ja auch, das war ja so gebaut, diese Familie von Operatoren hatte ja gerade diese Eigenschaft, dass sie eine C0-Funktion wieder auf eine C0-Funktion abbildet. Das heißt, diese Funktion, die hier steht, ist in x stetig. Was wissen wir auch noch? Dadurch, dass diese Funktion stetig ist, für jedes n, ist sie insbesondere auch messbar. Das bedeutet, da wir ja auch wissen, dass der punktweise Grenzwert messbare Funktion messbar ist, wissen wir auch, dass dieses Objekt hier messbar ist. Und damit haben wir gezeigt gerade, dass die Abbildung x
wird abgebildet auf die Auswertung dieses Maßes für eine offene Menge A eine messbare Abbildung darstellt. Das war sozusagen Schritt 1. Kommen wir wieder zum Schritt 2. Wir haben ja bereits gesehen, das war sozusagen diese kleine Aufgabe, von der Sie sich überzeugen sollten, dass dieses Mengensystem, das ich mir bilde, als ich nehme hier alle Mengen, die Borel messbar sind, die die Eigenschaft haben, dass diese Abbildung messbar ist, ein Dünken-System darstellt. Dieses Dünken-System nach Schritt 1 enthält natürlich die offenen Mengen. Die offenen Mengen sind natürlich ein durchschnittsstabiler Erzeuger unserer Borel-Sigma-Algebra. Und dann sagt uns der Hauptsatz über Dünken-Systeme aus, dass dann das Dünken-System, das von den offenen Mengen erzeugt wird, ja eine übereinstimmt mit der Sigma-Algebra, die von den offenen Mengen erzeugt wird. Und die ist ja gerade gleich mit unserer Borel-Sigma-Algebra. Also wir haben die Gleichheit dieser beiden Mengensysteme und damit haben wir jetzt die Messbarkeit nachgewiesen für jede Borel messbare Menge A. Das war sozusagen Schritt 1. Also Teil 1 von dem, was wir zeigen müssen. Uns fehlt jetzt noch diese Aussage über die, ob die Chapman-Kolmogorov-Gleichung gilt. Gucken wir uns das jetzt an. Also wir zeigen jetzt, dass P dieser Chapman-Kolmogorov-Gleichung genügen soll. Was machen wir dafür? Also wir nehmen uns wieder her eine Funktion f, die die Eigenschaft hat, stetig beschränkt zu sein und im Unendlichen zu verschwinden. Ich nehme mir her einen Punkt x aus meinem Raum und ich nehme mir her zwei Zeitpunkte s und t. Und dann rechne ich das Folgende erstmal nach. Also für diese C0-Funktion wissen wir auf der einen Seite, dass sich unser Operator ps plus tf darstellen lässt als das Integral von dieser Funktion f gegen dieses Maß p, wo der eine Parameter s plus t ist und der andere Parameter x ist. Bezüglich diesem Maß integriere ich diese Funktion f. Jetzt weiß ich aber auch aufgrund der Halbgruppeneigenschaft unserer Familie von Operatoren, dass ich diesen Operator ps plus tf auch schreiben kann als die Verknüpfung des Operators ps mit dieser Funktion ptf. Und weil das natürlich, f war ja eine C0-Funktion, kann ich auch das darstellen mit Hilfe von dem Integral dieses entsprechenden Maßes pz dy, dass ich dann, das ist auch wieder eine C0-Funktion, per Voraussetzung, gegen das Maß psx dz integrieren kann. Das sagt uns jetzt erstmal nur an der Stelle, das ist eine Folgerung aus dem Satz von Gauss-Markov. Markov-Ries, Entschuldigung. Und jetzt benutze ich den Fubini, der mir erlaubt, diese beiden Integrale zu vertauschen. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich schreiben als das Integral der Funktion f bezüglich dieses Maßes. Was wissen wir jetzt aber auch noch? Der Satz von Ries-Markov sagt ja aus, dass dieses Maß eindeutig bestimmt. Das bedeutet aber nichts weiter als, dass das Maß, das ich aus diesem linearen Operator erhalte, einmal habe ich gesagt, habe ich gesehen, dass es dieses Maß ist, und auf der anderen Seite habe ich gesehen, dass es dieses Maß ist, weil das Maß aber eindeutig bestimmt ist, müssen diese beiden Maße übereinstimmen. Das bedeutet nichts weiter als, dass wir gerade damit die Chapman-Kolmogorov-Gleichung nachgewiesen haben. Dadurch haben wir gesehen, ja, für eine derartige Familie von Operatoren kann ich in der Tat eine Markov'sche Übergangsfunktion, also eine C0-Übergangsfunktion rekonstruieren. Und das möchte ich mal in der folgenden Bemerkung nochmal zusammenfassen. Also was haben wir gesehen? Wenn wir vom Markov-Prozess starten, haben wir gesehen, dass wir uns mit dessen Verteilung natürlich eine Übergangsfunktion definieren können. Und mit diesem Satz von Kolmogorov können wir natürlich aus jeder Übergangsfunktion auch wieder einen Markov-Prozess konstruieren. Und jetzt haben wir gesehen, dass wenn wir eine Übergangsfunktion gegeben haben, dass wir uns damit sehr einfach eine Familie, eine Halbgruppe von Operatoren, linearen beschränkten Operatoren definieren können. Und umgekehrt können wir für eine
Klasse von Operatoren, die auf diesen C0-Funktionen leben, auch wieder rückwärts uns eine Übergangsfunktion konstruieren. Also diese Äquivalenzen oder diese haben wir bis dato gezeigt. Worum es im weiteren Schritt gehen soll, ist, können wir in effizienterer Weise diese Halbgruppe charakterisieren. Weil bis dato haben wir noch nichts gewonnen. Das war einfach nur ein Umschreiben eines Objektes, das sozusagen im konkreten Beispiel schwer anzugeben ist, durch ein anderes Objekt, was im Allgemeinen auch schwer anzugeben ist. Und jetzt ist die Hoffnung, dass wir diese Halbgruppe von Operatoren effizienter charakterisieren können. Darum soll es im weiteren Teil gehen.